Chemie Leipzig gegen Zwickau. Stimmung vorprogrammiert, ein volles Stadion, 4.999 Zuschauer, darunter 900 aus Zwickau mitgereist nach Leipzig. Für beide Mannschaften gab es zuletzt eine ärgerliche Niederlage. Für Zwickau ein 0:2 gegen Cottbus. Sie waren die bessere Mannschaft, aber machten die Tore nicht. Und Miroslav Jagatic und die BSG verloren unter der Woche 0:1 bei Viktoria Berlin. Jagatic war seine Mannschaft in dem Spiel zu passiv. Beide Mannschaften trennt nur einen Punkt in der Tabelle und Zwickau will vorbei an Chemie. Erste Möglichkeit nach 11 Minuten Veron Dobruna, der 6-Tore-Mann, knapp am Kasten vorbei. Rico Schmidt notiert sich das zum Auftakt. Nur 3 Minuten später, Chemie insgesamt die spielfreudigere Mannschaft. Das ist Mauer, der steckt durch, Mäder mit der Möglichkeit. Aber Benjamin Lehneis im Tor der Zwickauer ist da. Der Ball rutscht fast unter ihm durch, aber eben auch nur fast. Yannick Mäder setzt sich stark durch. Es war eine muntere Party bis hierhin. Yannick Mäder 2 Saisontore. Die Chemie-Offensive ist ja nicht bekannt für unbedingt viele Tore. 20 Tore sind der zweitschlechteste Wert der Liga. Lukas Zurek aus der Distanz. Chemie insgesamt aktiver. Und kurz vor der Pause nochmal der weite Einwurf. Ball geht erstmal raus, aber die Grün-Weißen setzen nach. Philipp Wendt zieht den Ball lang aufs Tor. Die Latte rettet für Zwickau. Glück für Benjamin Lehneis. Der Ball kracht ans Aluminium mit dem Pausenpfiff. Und so steht es 0:0 im Alfred-Kunze-Sportpark. Rico Schmidt, der Zwickauer Trainer, sah auch, dass Chemie die bessere Mannschaft war, leichte Vorteile hatte. Dabei war Zwickau in dieser Saison, in diesem Jahr, muss man sagen, eigentlich gut drauf. 4 Siege aus 6 Spielen 2024. Und sie kamen gut aus der Kabine. 47. Minute, Kufo auf Zimmermann. Die Riesenchance kurz nach Wiederbeginn. Marc-Philipp Zimmermann in der ersten Hälfte wenig zum Zug gekommen. 12 Saisontore hat er auf seinem Konto. Hier setzt er den Ball drüber. 54. Minute, wieder die Westsachsen. Dobruna auf Martens. Aber Benjamin Bellot kommt raus aus seinem Kasten. Jetzt leichtes Übergewicht für die Gäste. Es war ein munteres Spiel. Nur eine Minute nach der Zwickauer Chance. Chemie wieder. Das ist ein weiterer Fernschuss von Lukas Zurek. Der probiert es ja gerne mal aus der Distanz. Ball geht knapp vorbei. Eine Stunde ist rum. Die Zwickauer wieder. In der Mitte kommt kein Abschluss zustande. Aber Wendt und Dobruna prallen zusammen. Und Schiri Butterich zeigt auf den Punkt. Unverständnis bei den Chemikern. Es ist eine sehr harte Entscheidung, in diesem Moment auf den Punkt zu zeigen. Wo soll er hin? Der Philipp Wendt. Es gibt Elfmeter für Zwickau. Jan Herrmann macht ihn rein. Das 0:1, 61. Minute. Ganz unglücklich für Benjamin Bellot. Der ist noch dran am Ball. Es ist der 5. Elfer in dieser Spielzeit gegen Chemie Leipzig. Bellot konnte keinen halten. Jan Herrmann tritt an zum zweiten Mal von Punkt. Zum zweiten Mal ist er erfolgreich. Da ist dann genug Druck hinterm Ball. Der hoppelt nochmal auf und findet den Weg über die Linie. Im direkten Gegenzug. Chemie wollte sofort antworten. Marcel Hilsner mit dem Schuss. Nee, Zurek rutscht rein. Der Ausgleich durch Lukas Zurek. Sein zweiter Saisontreffer. Er bringt den Großteil der Fans im Alfred-Kunze-Sportpark zum Jubeln. Marcel Hilsner, auch der hat ja einen feinen Fuß für einen Distanzschuss. Aber der Ball wäre vorbeigegangen. Lukas Zurek hat den perfekten Torriecher. Grätscht rein, keine Chance für Lehneis. Es ist der Ausgleich für Chemie 1:1. Und das geht auch in Ordnung. Freistoß Florian Brückmann, 75. Minute, Ball abgefälscht, Nachschuss. Und Theo Martens klärt kurz vor der Linie. Manuel Weyer hatte da abgeschlossen.
Chemie jetzt mit einigen Annäherungen in dieser Phase gegen Ende der Partie. Die blieben aber alle ungenutzt. 5 Minuten später wieder Chemie. Jetzt Brückmann selbst mit dem Abschluss. Aber auch da kommt er nicht durch. Verpasst das 2:1. Maximilian Jagatic, der Sohn vom Trainer von Miroslav Jagatic, legt vor. Chemie verpasst die Führung. 87. Minute. Benjamin Bellot unbedrängt mit dem Pass zu Horschig. Was macht der denn? Spielt den Ball zu Yannick Vogt. Vogt mit dem 1:2. Yannick Vogt, der wurde eingewechselt in der zweiten Hälfte. Der Joker sticht, er macht das 2:1 für Zwickau. Der Jubel kannte keine Grenzen, das Ganze vor dem Gästeblock. Ein Riesenbock von Paul Horschig. Den Ball darf er dann so nicht spielen, Yannick Vogt. Eiskalt vor Bellot, wie er den Ball drüber legt. Es ist der Nackenschlag für Chemie Leipzig, ganz spät in der Partie. Zweites Saisontor für Yannick Vogt. 5 Minuten vorher eingewechselt. Das goldene Händchen also von Trainer Rico Schmidt, der den vermeintlichen Siegtorschützen einwechselt. Aber es war noch nicht Schluss. Tief drin in der Nachspielzeit. 94. Minute. Flanke von Mast und Jagatic setzt artistisch an zum Fallrückzieher. Aber der Ball zu zentral. Rico Schmidt, ja, es war zittern bis zum Schluss angesagt. Wenn er den macht, Maximilian Jagatic, dann ist es das Tor des Monats. So gewinnt Zwickau mit 2:1 bei Chemie. Trotz guter Leistung Chemie mit leeren Händen. Final war es noch nicht gerade zielgerecht. Ich glaube, da gab es von beiden Mannschaften kaum was zu sehen. Zweite Halbzeit war ein kurzer Moment, wo man so ein kleiner Schlagabtausch ist. Aber nachhinein unverständlich, dass wir hier gerade verloren haben. Das hat der Yannick super antizipiert. Und dann geht er alleine aufs Tor zu. Ja, das gehört auch dazu. Wir hatten letzte Woche auch viele, viele Möglichkeiten. Gehen mit 0 Toren aus dem Rennen. Und Cottbus ist der glückliche Sieger. Wir hatten heute sehr, sehr gute Chancen auch trotzdem. Ich habe jetzt bisher noch nicht so oft ein Tor geschossen. Deswegen ist es umso schöner. Und wenn du jetzt siehst, wie die Kurve da eskaliert, die haben uns die ganze Zeit gepusht. Ich war jetzt auch draußen ab der 45. Da fallen dir schon fast die Ohren ab, wenn die dort die ganze Zeit so geile Stimme machen. Umso schöner ist es dann, wenn der ganz zum Schluss dann noch so ein wichtiges Tor schießt und wir hier dann 3 Punkte mitnehmen. Es war ein wacher Moment, der dem FSV Zwickau die 3 Punkte beschert. 2:1 bei Chemie Leipzig. Die Zwickauer schieben sich damit vorbei am heutigen Kontrahenten.